Mädel, Leute, Serplin hier. Heute geht's mal um was, und ich persönlich einfach nur noch fucking verwirrt. Und zwar, laut einem, Gerichtsentscheid oder so von der OLG Braunschweig, muss jeder fucking Influencer, der irgendwie minimal irgendwie Geld mit seinem Content verdienen möchte oder, wie sie sagen, kommerzielle Interessen vertritt. Also, ey, Boy, wurdest du jemals von Raid gesponsert? Hey, hast du jemals irgendwie Werbung für ein Video geschaltet? Oder, keine Ahnung, hat dir jemals irgendjemand dich dafür bezahlt, irgendwas zu machen im Internet? Dann gut, du darfst jetzt jeden deiner Tweets als Werbung hier markieren. Sind die irgendwie behindert? So, wenn ich jetzt sage, oh Gott, ich hasse Google, die verkaufen so viele meiner fucking Daten. Gott, ich werde bald nie wieder Google-Produkte benutzen. Heißt das jetzt, ich muss das als Werbung markieren, weil ich rede ja über Google. Also, ich mache sie zwar schlecht und ich werde auch nicht bezahlt, aber what the fuck? Das ist doch so ein dummes Konzept. Wie kommt man darauf, dass sowas ansatzweise irgendwie, produktiv ist? So, das ist doch dumm. Also, ich verstehe es nicht. Es ist halt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie falsch verstehe. Ich hoffe, dass ich es falsch verstehe. Da, sobald ich dann irgendwie einmal von irgendwem gesponsert werde, einmal irgendwie eine Pizza bekomme, weil ich irgendwen erwähne, so, boom, geil, ich darf jetzt fucking nochmal irgendwie jeden meiner fucking Tweets, jedes Video als Werbung kennzeichnen, weil ich könnte ja gesponsert werden von jemandem, den ich in einem Video kritisiere. So, wenn ich Google irgendwie als die dümmste fucking Plattform der Welt verkaufe, so mit dem ganzen Zeug, was die bei YouTube an die Wand fahren, nee, das ist ja Werbung für YouTube oder so, what the fuck? So, das ist jetzt einfach ein kleiner Rant gewesen. Das wird eh am Mittwoch noch rauskommen, also ihr kriegt eh noch ein Video am Freitag. Aber ja, ich wollte das einfach kurz loswerden. Ey, das ist einfach so dumm in meiner Meinung, aber naja. Danke fürs Zuhören. Bleibt cool, bleibt toxisch. Abonniert mich, entbimmelt die Glocke. Ne, disliken, nicht vergessen und jetzt. Und ich bin so wahnsinnig, ja.